I didn't even want to deal with it. I lied about the whole situation first. I mean, I didn't tell the whole truth. I said, you know, I said we got in a fight. Zuerst habe ich gelogen. Ich habe vor Gericht gesagt, dass wir uns gestritten haben und ich dann zugestochen habe. Ich kam hierher und habe weiter gelogen. Ich habe ein bisschen erzählt, aber nicht alles. Erst beim dritten Mal habe ich die ganze Wahrheit gesagt. Ich gab zu, dass meine Tante ihn schon zu Boden geschlagen hatte, bevor ich zustach. This control. Permission move 4, L1, from the front of B-Wing to the cafeteria over to Truman Library. Go ahead. You said 4? That's all I got left. You need 2 staff to take 4 kids? Mr. Torres is here with me. Okay, you're clear. What if there's an assault or any violence? If there's an assault, I lock my cameras. If I can see it, and get staff down there. If staff doesn't call it, sometimes they'll call for help and I'll lock my cameras if I can see where they're at. Any possible to lock the doors from here? They're all locked. They can't get out. We'll do is have Fred do his, point out the events in his life that, you know, might have triggered some of his behavior, some of the patterns that he's developed as he was younger. We started progressing from, like, when I started stealing and all that stuff, right, like we did. As far back as you can remember whenever you first started, any event that happened in your life, too, also, like, when you were younger, you know, your mom got a divorce or something like that. As far back as you can remember, just your feelings and your thoughts. Damals dachte ich, dass meine Familie mich nicht mag. Meine Mutter hat versucht, die Misshandlungen zu verhindern. Aber immer wenn sie dazwischen ging, wurde sie auch verprügelt. If she tried to stop the abuse or anything, you know, then you know, a fight would occur with my mom. Ich glaube, ich war 7 Jahre alt. Da
Da fing es an mit meiner Faszination für Messer. Mein Stiefvater hatte sich geschnitten, als er mich und meinen Bruder misshandeln wollte. Er wollte uns schlagen, uns prügeln. Und dabei hat er sich in den Arm geschnitten. Und ich glaube, das hat mich irgendwie fasziniert. Ich habe nie richtig mit Messern gespielt, bis ich älter wurde. Aber es hat mich damals fasziniert, wie er blutete. Ich habe ins Bett gemacht und mein Stiefvater hat mein Gesicht reingedrückt. In meinen Urin. Ich weiß nicht genau, ob das eine Strafe sein sollte. Meine Mutter hat manchmal versucht, ihn daran zu hindern. Aber sie war zu schwach. Sie war zu klein. Er hat sie andauernd verprügelt. Immer, wenn sie was dagegen tun wollte. In dieser Zeit habe ich viel Streit und Gewalt gesehen zwischen meinem Stiefvater und meiner Mutter. Ich weiß nicht mehr genau, ich war entweder 6 oder 7, als meine Mutter zur Alkoholikerin wurde. Sie trank andauernd und ich dachte, sie hat mich nicht mehr lieb. Mein Stiefvater hat mir Angst gemacht, weil er sich andauernd rumprügelte und meine Mutter schlug. Und ich konnte nichts machen, weil ich noch so klein war und sowieso nichts zu sagen hatte. We had to put the worst train on. Huh? We had to take the worst train I threw. Good job, Seth. Yes. Yeah. Yes. Yes. Mr. Whipple is in, so we'll be doing our basketball. No bone, bro. Can you hear me out? Are we ready? Line up.
pain from it. Okay, line it up. I think I was five years old. Excuse me again. This time. Mit 5 Jahren hat mir mein echter Vater zum ersten Mal Gras und Bier gegeben. He gave me some weed and some beer when I was nine years old. Ich glaube, ich war 9 Jahre alt. Ich lungerte mit anderen Kindern herum und die schnüffelten Klebstoff. Mein Bruder und ich haben das dann auch versucht. Who was into, you know, sniffing glue and stuff, you know. Me and my brother had tried it and did it, you know. Zu der Zeit sah ich darin kein Problem. Es hat Spaß gemacht, also habe ich damit nicht aufgehört. Yeah, I was feeling so it was fun and stuff, you know, because I see nothing wrong with it. And I started skipping school here too. Damals fing ich auch an, die Schule zu schwänzen, zusammen mit ein paar älteren Typen aus der Wohnung über uns. I got locked up. Dann wurde ich eingesperrt. Man hat mich in einer Anstalt gesteckt, wegen Schnüffeln und Schule schwänzen, mein Bruder und mich. For truancy and inhaling abuse. Both me and my brother. I mean, all the time, group homes, I've been to treatment facilities. Ich war in Kinderheimen, in Heilanstalten, in Jugendgefängnissen. Wenn ich mich da geprügelt habe, wurde ich einfach in ein Zimmer gesperrt. Aus den Heimen und Anstalten bin ich immer wieder abgehauen. Aber hier ist ein Zaun. Über den könnte ich zwar klettern, aber was nützt das? Hier ist nichts. Brush, Colorado. Mitten im Flachland. Wo soll ich denn da hinrennen? Da draußen gibt's doch nur Felder. Früher hatten wir immer Speed und Kokain dabei. Bei den meisten Straftaten war ich entweder besoffen oder high. Mit Koks hatte ich keine schlechten Erfahrungen. Deswegen habe ich damit auch nicht aufgehört. Ich wusste schon, was richtig und was falsch war. Nur wollte ich nie das Richtige tun. Ich wollte diese Entscheidung nicht treffen. Ich wollte jemand mit einem Ruf sein. Ich habe versucht, mir diesen Ruf zu verdienen und habe immer den Harten gespielt. Aber warum war es wichtig, so einen Ruf zu haben? Ich hatte viele Feinde, die mir an den Kragen wollten. Und so wussten sie einfach, wer ich war. Es war wie eine Maske, wie ein Schutzschild. Mit 12 wurde ich aus einer Anstalt entlassen. Da habe ich mich zum ersten Mal richtig besoffen. Ich wurde wegen Trunkenheit verhaftet und dann nach Hause geschickt. In dieser Zeit habe ich einen Typ kennengelernt, der Autos klaute. Ich glaube, da habe ich dann auch angefangen, Autos zu stehlen, zusammen mit meinen Vettern. Wir sind mit den Autos durch die Gegend gefahren und 4-5 Mal wurde ich dabei geschnappt. Aber die haben mich immer mit einer Verwarnung laufen lassen.
Also habe ich weiter Autos geklaut. You know, when we were fixing the lineup and go to lunch, did y'all have a bit of a problem that you need to take care of? No, I ain't got no problem. What happened with you? They were fronting. All three of them were fronting. What were they? Looks or situation? Well, actually, Marwin got aggravated. I could tell because he asked us to line up. Mom went to watch TV, and I told Mom to turn TV off, and he continued to watch it. Yeah, because I didn't even get on that. Was the TV supposed to be off? Why you didn't turn it off, you know, when you were told to? That's the only question you have to answer. You're threatening him, like last week you threatened me. You threatened a lot of people. Why? What are you trying to get off all these threats? Fuck you, man. We'll go the fuck back out there and do the same shit. This shit, who? Man, I don't like that bullshit. And who's not? Ain't no one can stop you. We can't say nothing to change your mind. It's all on you if you want to do that. There's got to be something behind it. Something behind it. Well, and there's something behind you not wanting to go here. I keep on asking the same question, man. And are we going to make you answer the question, Marwin? No, we can't. Well, my mom was married to this guy since I was 10. Meine Mutter war mit einem anderen Mann verheiratet, seit ich 10 war. Einmal kam ich besoffen nach Hause und er griff mich an. Meine Mutter ging dazwischen und dann griff ich sie an. Ich habe sie geschlagen, ins Gesicht und in den Nacken. Da wurde ich zum ersten Mal richtig gewalttätig. Ja, ich glaube, das war das erste Mal. Mit meiner Mutter. Ich war betrunken. Das ist mein Bruder Doug mit seinen Freunden. Das ist ein Schulfoto von Doug. Das ist meine Mutter, 89. Mein Bruder Doug, mein Urgroßvater, der ist tot. Das ist meine Mutter. Was bedeutet dir eine Familie? Was wäre die perfekte Familie für dich? Die perfekte Familie? Ich weiß nicht. Jeder hat seine Probleme. Ich ordne Leute in Gruppen ein. Arm, Mittelklasse, reich. Und einige haben es halt sehr schwer. Meine Familie ist nicht reich und wir haben schlimme Zeiten erlebt. Meine Mutter ist jetzt allein und muss auf viele kleine Kinder aufpassen. Fehlen sie dir? Ja, vor allem meine kleine Schwester. Sie ist jetzt 4. Das letzte Mal, als ich zu Hause war, war sie 9 oder 6 Monate. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Aber sie erkennt mich am Telefon, wenn ich anrufe. Hast du hier Freunde? Ich kenne Leute hier. Ich würde sie nicht als Freunde bezeichnen. Mal sind sie cool und mal fallen sie dir plötzlich in den Rücken. Ich kann mich mit keinem anfreunden, der sich so verhält. Nein, ich würde nicht sagen, dass ich hier Freunde habe. Hier ist noch so ein Ereignis, das mich beeinflusst hat. Ich sah meinen Stiefvater im Krankenhaus. Er hatte 27 Stichwunden. Er sah schlimm aus und hing an einer Maschine. Irgendwie hat mich das alles fasziniert.
that really fascinated me. And I was just about to turn 14, and I had stabbed my cousin. Ich war noch nicht ganz 14, da habe ich meinen Vetter mit einem Messer gestochen. And, you know, well, first I see my stepfather, I see my friend almost getting killed. Erst habe ich meinen Stiefvater im Krankenhaus gesehen, dann meinen Freund, halb tot. Und ich sah, was ein Messer alles anrichten konnte. Ich habe schon mal gesehen, wie jemand erschossen wurde, aber das war nur ein kleines Loch. Wenn ich jemanden stach, hatte es einen größeren Effekt. Das blähte irgendwie etwas auf in meinem Kopf. Ich habe was vergessen. Mit 13 stach ich in der Schule auf meinen Lehrer ein. Ich stach ihn in den Arm. At school. Six one two. Seven two nine. 4700. There you go. Yeah, I know. Homie. Huh? You look the same? Kind of, how you say that? Huh? Oh, man. So, hey, did you get that? Oh, no, I wrote you a long letter to think about. Did you get it? No? Because I wrote it, like, about, I think it was the same day I sent out that on drawings. I wrote one. I drew a picture and stuff. I think, yeah, it was the same one. But I sent it off Wednesday, I think. But you, hey, you got all necklaces I made, though, didn't you? Huh? Did you wear any of them? You wear them? You put them up? Yeah. I gotta get some more string and I'll make some better ones. Cause I got no string right now. I got some, but I ain't got no good ones. I'll make a couple more and stuff for you. Cause I only got like about three. I only got like a pink and a blue, but. Hey, what did you tell your mom when you found out you was pregnant? What did you tell your mom when you found out you was pregnant? Hey, did you tell her it was me? Did you tell her it was mine? What'd you say, man? Huh? Willst du meine Familie haben, wenn du älter bist? Das kann ich jetzt nicht mehr verhindern. Ich habe schon einen Sohn. Seit wann denn? Er wurde am 16. Dezember 92 geboren, ungefähr 6 Monate, nachdem ich eingesperrt wurde. Nein, 8 Monate danach. Das ist mein Sohn, Patrick. Er ist jetzt 18 Monate alt. I just turned 14. I had committed my offense. Kurz nachdem ich 14 Jahre alt war, habe ich meine Tat begangen. I was at a party. And you know, I was aggravating a guy. Ich war bei einer Fete und habe mich mit meinem Opfer Rick Hare gestritten. My victim Rick Hare, and he approached me in the situation. Er kam an, hat mich ein Arschloch genannt und wollte mich verprügeln. Ich war einfach nur sprachlos. Und da kam schon meine Tante von hinten und hat ihn mit irgendeinem großen Gerät auf den Kopf gehauen. Und dann habe ich ihn erstochen. Erst wollte ich an seine Kehle. Aber dann habe ich ihn in den Rücken gestochen. Und dann hat man mich eingesperrt. Das ist alles. Thank you.
It was scary because, you know, my victim's family kept trying to come at me. You know, in court they was cussing at me. Der Prozess war schlimm, weil mich die Familie von meinem Opfer pausenlos beschimpfte. Die haben alles Mögliche gesagt und dann haben sie noch versucht, mich anzugreifen. Ich hatte Angst, aber ich wusste, da muss ich durch. Back then, did you know that? Hast du damals auch schon so gedacht? Nein, damals dachte ich, ich habe es getan und fertig. Was wollen die noch von mir? Warum lassen die mich nicht in Ruhe? He told you that he lied about his offense several times? Yeah. He did, and it took some type of a serious situation to get him to deal with that. Yeah. One of them, a female staff, was stabbed, and he saw the blood. And because he saw that, that brought back and triggered what he had done to his victim and started him cycling and started him getting angry and getting hyped right away. And because that happened, we had a real good informal where Fred actually came out with all the details and was real honest. But that was after about half an hour, 45 minutes of yelling and shouting at me because I was making him do the wrong thing. A lot of stuff I see going on out there, man, you know. Ich weiß, dass da draußen Kinder sind, die das Gleiche durchmachen, was ich durchgemacht habe. Es tut sehr weh, weil ich weiß, wie es ist. Aber zurzeit bin ich in einer schwierigen Lage. Ich kann keinem helfen, außer mir selber. Oft sitze ich so da und träume und denke darüber nach, wie es ist, da draußen zu sein, Geld zu verdienen, einen guten Job zu haben, die Sachen zu machen, die ich tun muss. Zum Beispiel meiner Mutter helfen, weil sie es sehr schwer hat. Sie macht so viel für mich. Ich denke immer nur daran, ihr zu helfen. Davon träume ich. Das ist mein Plan. Aber in Wirklichkeit wird es wohl so sein, dass ich Bauarbeiter sein werde. Da draußen sehe ich Dinge, die ich brauche, die ich machen muss. Ich muss da draußen sein. I see a lot of stuff, you know. Mm. I mean.